Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge ETS 2 Multiplayer, heute mit dem Ries an meiner Seite. Hallöchen! Ja, wir haben uns mal wieder überlegt, ob wir überhaupt halt den Multiplayer für den Warcraft rauszufahren. Und wir haben jetzt eine gemeinsame Tour und jetzt fahren wir jetzt auch einfach mal in die Richtung. Ich würde sagen, Ries, fährst du vor? Ja. Wenn du willst. Auch wenn ich du zu machen, du Esel. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, heute nicht aufnehme, liegt daran, dass ich einfach die LS-Videos für nächste Woche schon habe. Und ich nicht auch noch die ETS-Folgen machen kann. Ja, komm noch weiter rüber, du Penner. Du. Ja, auf jeden Fall nimmt deswegen Mark auf. Und deswegen seht ihr das nur vom Markt leider aus. Ja. Erstmal. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Erstmal. Musst du da nachher wieder runter? Was? Eine Autobahn? Weiß ich nicht, ich folge jetzt einfach mal, wenn ich jemand anderes was anderes habe. Oder mein Navi sagt, ich muss woanders lang fahren. Kriegen wir schon rein. Soll ich dir was sagen? Ich hab jetzt gerade auf mein Navi auf meinem Aufnahmeprogramm geguckt, also nicht auf mein Bildschirm, sondern extra auf mein Aufnahmeprogramm drauf geguckt, ob ich das Navi da sehen kann. Voll Mann. Da ich ja mit OBS aufnehme und habe ich das Aufnahmefenster auf meinem zweiten Bildschirm aktuell gelegt. Ach ja, das ist ja so was Besonderes. Also ich muss jetzt hier wieder runter. Ja. Das ist die geilste Autobahn der Welt. Bin ich gerade schon gefahren, meinen Wagen zu holen. Ja, ich fahre meinen Scania. Ich sperre Scania zu fahren. Obwohl ich ja Mercedes mehr liebe. Aber die Liga haben nichts unter Meter. Mercedes Dinger. Deswegen war ich beim Scania. Oh, Achtung, ist gleich ein Blitzer, ne? Also nicht schneller als 50, bitte. Ja. Kriegen wir hin. Und auch hier meistert. So, dann geht's. Runter. Die Tempe dienen. Warum fahren wir nicht Autobahn? Das ist immer so ein Ding. Ja, ist die kürzeste Strecke. Wir müssen ja nachher auf die Fähre. Wir sind ja im Moment in Schweden. Ach ja, wir sind mal nicht in Hannover angefangen wie sonst. Und wir müssen nach Polen, nach Warschau. Ach, deswegen ist das doch so dunkel. Ich sollte mal Licht anmachen. Ja, ich fahre mit meinem G27 und Schaltgetriebe. Und mir fällt gleich der Name ein. Ja. Die Verpackung. Fastmaster oder so? Hm? Fastmaster oder Master oder so? GeForce GT. Nee. GeForce GT. Ja, doch, GeForce. Ja, mir sowas. Nicht halt, und. Ah. Bonn ist der Hafen. Oh! Was jetzt? Was ist denn hier los? Scheiße. Was hast du gemacht? Ich habe einfach mit dem Retarder mal ein bisschen runtergeriegelt, dass ich den nicht gleich hinten oben auflege, klebe und auf einmal schwimme ich komplett zur Seite weg. Ich bin schon 60 gefahren, ja. Nein, nur 50 Jahre. Ich muss den abbremsen, dass ich den nicht gleich komplett auf dem Auflieger klebe zum Entschlafen, ja, und dann, ja, rein. Ah ja, die liebe ich hier. Fahrleger, den liebe ich wirklich, so eine Scheiße, der ist richtig. Ach, den ich, ja, ja, den kennen wir. Fährt mir ja, richtig toll. Auf den Wolf, ey. Meine Fresse, ja, ey. Dann musst du mich erst in die Fähre jetzt fahren. Ach, hier ist ja noch Collision Zone, ich dachte schon. Nee, hier ist kein Non-Collision Zone. Ich hab noch Collision. Bei mir wird angezeigt nicht, aber egal. Ich
Ich fahre jetzt mal ganz vorsichtig in die rein, ja, ist doch nicht so. Ah, fuck, jetzt krieg ich gerade eine Sprachnachricht, verdammt. Über Steam Anruf. Ist gerade schwierig. Jetzt bin ich dran. Muss ich noch 10 Minuten warten. Ah, Mann, warte mal eben, bitte. Ja. Warte mal eben. Ich bin gerade in der Aufnahme, geht schlecht. Bis später. Wer war? Ja, mal gucken. Ja, ich melde mich. Wir machen mehrere Folgen, deswegen. Nein. Eigentlich ungern. Nächstes Mal gerne, ja? Weil das ist jetzt eigentlich so ein bisschen was. Ja, meinetwegen. Bis dann. So. Da hatte gerade ein Freund, hat sich da heute mitmachen, die nächsten Folgen. Aber soll sich jetzt den ganzen Gedöns nicht einfach mal angucken. Der sagt auch noch los, jetzt warte doch. Jetzt fahr ich das oder du bist hier noch raus und du klebst bei mir noch oben an den. Warte mal eben, bitte. Wer war das? Oh. Kenn ich den? Das ist einer, der eigentlich auch auf dem PS mal gewesen. Ich weiß nicht, ob er den. Wer nimmt mich jetzt zu? Das ist ja aber bei Steam kann man ja immer zu. Schön. Warum ist der nicht so schlau und kommt man so auf den Test? Dann sieht der doch, dass wir beschäftigt sind. Ach scheiße, wir sind gar nicht im Aufnahmeraum. Scheiße. Egal. Müssen wir gleich mal eben noch ändern nach der Aufnahme. Das ist grün, gib Gummi. Ja. Wie denn jetzt hier? Wenn die sind, egal. Los, weiter zu fahren. Wenn wir noch fahren haben. So, ja, ich grüße unsere Zuschauer, weiß nicht, ob man das man ja. Was? Was der sagt beim Spiel, ne? Kann man das wie hören? Ja, natürlich kann man das hören, sonst bin ich ja darum nicht auf den Button können. Mikrofon stumm schalten. Wo ist dein Ping? Schießt gerade extrem nach oben. Längst auf extrem. Wahrscheinlich echt daran, dass der das macht. Dann halten wir mal an, bitte. Da hier. Ja, dann wechselt. Ja, hier ist ja, dann beende ich das einfach mal. Zieht uns eben rüber. Ja, ich zieh jetzt mal kurz. Sekunde, ich muss mal kurz bis Passer und verschieben. So. User was moved out of your channel. Channel switched. So, wir sind auf jeden Fall zum Channel wieder. Entschuldigung, hast du jetzt unterbrochen? Nein, ich kann bleib weiterlaufen lassen, weil sonst muss ich da gleich wieder schneiden, da hab ich keinen Bock drauf. Ja, bitte entschuldigt, ich mache eben die kleine Unannehmlichkeiten. Hoffe, jetzt ist alles gelöst. Ah, vorne ist wieder Autobahn. Ich würde sagen, jetzt habe ich den Ping. Ah ne, jetzt habe ich den. Ich dachte schon, es ach. Ja, ich habe das mit Steam gerade. Haben wir eigentlich. Dafür nach 7. Ja, wir sind übrigens auf Euro 2 Server, wenn die nächsten bisschen wollen. Da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist natürlich nicht ganz realistisch, aber kommen wir nicht vom Fleck. Die Bremse sind ultra hart eingestellt, du mal langsam? Ja, ich bin aus Versehen gerade ein bisschen zu stark gebremst. Na, bei mir ist es zu knapp.
Von innen besuchen. Der leckt aber für die Verdammte. Ah, ich seh's. Der will ja jetzt genau hier rechts hoch und zieht genau vor mir noch vorbei. Er bleibt hinter mir. Ah, was sagte ich dir, der will hier hoch. Er sich nicht mehr, hat er sich nicht mehr gebrochen. Denn wann will ich jetzt? Sonst darf ich gerade ausweichen, muss der eigentlich jetzt knapp wieder hinter dir. Ja, hier vorne ist sowieso eine Schnelle, muss sowieso wieder abbremsen. Ja, ich auch, ich bin gerade auch wieder abbremsen. Schön, wenn man Rente hatte, das geht so schön. Ja, das stimmt, da bin ich auch dieses Ding. Man nutzt nicht. Ne, wir sind ja nicht mehr in Stockholm, da würde ich sagen, ah, lass uns durchrasen, aber das ist, glaube ich, jetzt ein Fehler. Hätte es nicht sagen können, ne? Dein Blatt Papier hätte noch zwischen gepasst, das wäre super. Achso. Wirklich nur eins oder mehrere? So okay, halt, so ein CLS. So ein 5 Meter dicker Stapel hätte wohl noch zwischen gepasst. Oh. Wenn ich ein halber Elefant jetzt auch noch getan. Du hast die theoretische Prüfung bestanden. Jetzt halt ich ja nicht Regeln. Ja. Hab mir schon überlegt, am 9.3. muss ich ja morgens oder den ganzen Tag nicht zum Praktikum. Ich hab da schon überlegt, ob ich morgens für nicht meine Fahrstunde reinschmeiße. So. Weil sonst vielleicht, glaube ich, auch zeitlich etwas eng in den 3 Wochen. Warum nicht, ne? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen langsamer. Bis man mal zu Hause ist, ist dann eine halbe Stunde weiter, duschen, essen, dann wieder dahin, ja, sechs, halb sieben, ja, dann ist dunkel. Oh, fuck. Ich hab auf dich gewartet. Dann war ein bisschen langsamer geworden, die darfst du eh wieder 90 fahren. Ich bin schon dann abgekommen, keine Sorge, wenn du jetzt nicht gleich eine Vollbremsung hinlegst. Hier wieder 110. Ah, ich sehe schon, ich glaube, da kommt die nächste Mordstelle, oder? Ja. Also wieder runter vom Gas. Warum beschleunigt man überhaupt? Ach so. Ja, doch, es macht die vollste Stufe, fuck. Ich kann es beschreien. Ich auch. Ha! Er ist nicht ein bisschen schneller rein. Ja, ich hab's sogar noch zu früh abgebremst. 70 Euro. Fährst du mir den auf die Gewichtsstraße? Ich weiß, dass du weißt, dass du hier runter musst. Weiß. Ja, dann fahr so, dass ich da noch reinpasse. Bist du sicher, dass wir nicht... Arschloch. Penner. Boah, wenn Maurice Ecker mit sich ist, ja. Schleppst du dich, lässt du dich abschleppen. Du bist so ein Lachsnack. Lässt du dich abschleppen. Oh. Ja, ich lasse mich abschleppen. Ich auch. Und damit beenden wir jetzt auch diese wundervolle Folge und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.